Ja, hey, wird wieder Zeit für Satisfactory. Heute mit einem neuen Lagerherrn und auf geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Mein Popschutz ist hier komisch. Das klingt jetzt vielleicht seltsam. So, mein Lagersystem ist fertig. Guckt es euch an. Also was heißt fertig? Also so weit fertig, wie es gebrauchen kann. Und hier haben wir jetzt alles einsortiert, was hier irgendwie mal hin soll. Beziehungsweise was wir bisher haben. Das können wir nachher noch schön erweitern. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe nur ein kleines Problem, nämlich den Warenstau tatsächlich. Und dass ich noch nicht ganz zufrieden bin mit der Zufuhr von außen. Ne, aktuell habe ich das auch so. Ich habe das hier über zwei Ebenen führe ich zu. Ne, wobei ich gemerkt habe, hier unten kommen die Schrauben und meine Fresse. Schrauben pumpt, da werden hier einfach rausgepumpt, wie nichts Gutes. Und deswegen werde ich das sicherlich hier noch lang kommen lassen. Aber ich kann es halt nicht nur über ein Band machen. Das wird hinten und vorne nichts. Hier kommt schon einiges über mehrere Bänder, was aber totaler Quatsch ist, denn hier brauche ich sie überhaupt nicht. Ne, ihr seht, es kommt hier alles eher ruckelig rein, geht dann hier hin, wird dann hier zusammengeführt und läuft dann hier über die intelligenten Splitter einmal durch, bis es da reinkommt, wo es hin soll. Ne, alles, was Überschuss ist, wird hier hinten abgeführt und geht jetzt erst einmal hier in die Schredder, beziehungsweise wo bist du hin? Achso, hier ist nochmal ein Zugang, ne, für die untere Ebene. Da wird alles weggeschreddert. Das war dumm. Aber egal. Ihr wisst, wie das System funktioniert. So, was mich jetzt stört, ist Folgendes. Das, was wir eigentlich Ende letzte Folge noch gebaut hatten. Und was mich optisch einfach foppt, ist diese Gangway da oben. Wir laufen da mal eben hin. Brut. Ne, nämlich der Bullshit hier. Klar, kann man machen, aber irgendwie ist es total dämlich. Ne, es nervt mich und deswegen wird das noch wieder woanders hinlaufen. Ne, ich werde das jetzt doch irgendwie über die Mitte hier vernünftig machen. Ich meine, hier ist eh alles voll mit Hebewerken. Das heißt, ich lasse das dann am Ende hier rauskommen. Lass das erstmal hier am Gebäude lang laufen. Um dann hier auf die Gateways quasi zu gehen und der schippert das dann über die Zugänge da rein. So wie es ja eigentlich am Anfang auch gedacht war. Das heißt, wir nehmen den da noch weg und wir nehmen auch den da noch weg. Klatschen da einmal fix ein paar Wände ran. Jetzt habe ich wieder nicht die mittlere Maustaste benutzt. Ich wollte mir das doch. Ich wollte doch üben. So, und das heißt, wir machen da erstmal einen Ausgang hin und da einen zweiten. Aber nicht so rum. So rum. Ist der jetzt auch falsch rum? Ja. So. Kann ja von zwei Seiten kommen, ist überhaupt kein Problem. Dann holen wir einmal da raus und einmal den ganzen Kram von da. Und dann führen wir das da oben rüber. Das machen wir relativ easy hier mit unseren Förderbändern. Das heißt, von da passt das. Ja, das passt sehr schön. Und dann machen wir alle 1, 2, 3. 1, 2, 3, ich weiß noch gar nicht. Wir wollen bis hier am Ende. Oh Gott, jetzt muss ich die Höhe kriegen. Dann, ja, ist natürlich schön eine gerade Zahl. Das kotzt mich ja richtig an. Und das ist wahrscheinlich zu lang. Nein, ist es nicht. Geil. Dann können wir das da schön lang laufen lassen. Das passt ja wunderbar. So, dann schicken wir das hier mit dem Lift runter. Bis, ich weiß noch gar nicht wohin. Das ist ein bisschen doof. So. Wahrscheinlich bis hier. Obwohl, müssen wir gar nicht. Moment, wir können es einfach weiterschicken noch. Ich könnte doch eigentlich, irgendwie kann ich mir doch garantiert was überlegen, was das bis da laufen lässt. Moment, dass wir hier ein Förderbandmasten nochmal hinmachen. Stimmt die. Meine Frau hasst Treppen, wie ihr hört. Da geht sie ganz offen mit um und erzählt es der ganzen Welt. Ah, es war genau die Länge. Schade. Gut, dann müssen wir da nochmal einen zwischenknallen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
Ne, das müsste doch passen. Dann 1, 2, 3. Wäre hier die Mitte. Scheiße. Dann machen wir es halt so. So. Passt auch. Dahin. 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 Dann muss da noch einer rauf. Sagt zumindest meine Optik. Oh Gott. Oh Gott. Kuddelmuddel. Muss noch einer rauf. Okay. Nee, ein höher sollst du. Da. Okay, da hat es einen Knick und da hat es auch einen Knick. Ist ja wunderbar scheiße. Nee, das... Nee, ist das eine Höhe? Man sieht das von hier unten einfach nicht. Wir gehen mal hoch. Brrrt. Nee, ist die richtige Höhe. Passt genau. Also außer, dass hier so ein Knick drin ist. Aber ich glaube, damit kann ich gerade noch leben. Zumindest besser, als wenn ich das, die Halterung da in der Scheibe habe. Das wird mich noch viel mehr foppen. So, und jetzt... Oh, das war vielleicht ein bisschen hoch. Machen wir einfach die 5. Und knallen das. Geht die Lane? Kommt da noch irgendwas? Da wäre noch eine. Das heißt, wir müssen die nehmen. Von der gehen wir dann... Hier nicht rüber, das ist schon mal doof. So, jetzt müssen wir einmal gucken. Da wäre noch eine drauf, das heißt nach da. So, und danach da. Kommt das hin? Das kommt hin. Alter, was für ein Kuddelmuddel. Leck mich fett, aber ich glaube, besser kriegen wir es nicht. Wir könnten es aber auch ums ganze Gebäude rumziehen, oder? Das könnten wir machen. Da gucken wir doch mal, ob das geht. Kriegt man hier eine schöne Kurve hin? Wahrscheinlich nicht. Oder? 1, 2. Doch. Dann führen wir es hier hinten erst runter. Ja, das machen wir. Das finde ich geil. So gefällt mir das. Zack, zack, zack. Alles weg. Brauchen wir eh nicht. Dann können wir den hier nämlich auch wegnehmen und den hier nochmal wegnehmen. Und können hier eine so eine Halterung dazwischen poppen. Alles weg. So. Dann nehmen wir die hier. Wir zählen nochmal die Fenster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, nach 4 ist die Mitte. Rip. Das war ein zu hoch, glaube ich. Ja. Die obere Reise. Na. Komm, die obere weg. Von da nach da. Na, von da nach da und von da nach da. Zip. Dann gehen wir hier einmal komplett rüber. So. Zack. Und dann sind wir doch schon so ziemlich hier. Und dann baue ich hier noch irgendwie wieder ein Türmchen hin, glaube ich. Wie mache ich das? Das nochmal weg. Hier wäre der... Ach nee, hier hinten ist der ja erst. Ah, noch besser. Hoch, schön. Das gefällt mir. Ein zu hoch. Also dahin. Und dann müssen wir irgendwie hier hinkommen. Was ja, was so scheiße aussieht. Förderband zu steil. Das ist ja doll. Aber gut, wir können ja ganz easy hier so einen Lift hinsetzen. Jetzt müssen wir nur die richtige Höhe erwischen. Nee, das sieht scheiße aus. Okay, aber wir haben ungefähr die Position. Wenn wir genau hierauf kommen, wäre das auch cool, oder? Das wäre auch ziemlich cool. Ganz schön laut, Nettie. Wir gucken mal einmal. Wo sind wir hier auf der Linie? Ach, hier ist gar keine Linie, ist ja auch schön. Hier die Mitte. Zack. 1, 2, 3, 4. Wenn wir mit der obersten anfangen. Da kommt ja dennoch eine zu.
Ist das so überhaupt? Nee, das kommt ja auch nicht hin. Da sind wir zu nah dran. Wir müssen also hier hingehen. So. Ne, ich habe mir auch eure Ratschläge zu Herzen genommen. Ich soll nicht so auf Progress gehen. Das versuche ich jetzt mal ein bisschen einzustellen. Und lass mir hier ganz Suche Zeit. So rum nicht. So rum. Die Höhe stimmt. Sehr schön. So. Können die wieder weg. Zubbel, zubbel, zubbel. So. Und dann können wir das noch irgendwie schick machen. So. Dann nehmen wir hier. 1, 2, 3, 4. Das müsste passen. Und dann gehen wir daran. Also ganz zufrieden bin ich damit nicht, ne? Gucken wir mal. So müsste es passen. Weg damit, weg damit, weg damit und weg damit. Und dann gehen wir. Naja. Naja. Okay. Auf jeden Fall eine Art und Weise, mit der ich leben kann. So, dann läuft das hier rein. Der Ausgang wird nachher eh dicht gemacht, glaube ich. So viel werden wir nicht brauchen. So, dann muss ich jetzt mal gucken. Dann kommt das oberste, geht nach hier außen. So, da kann dann wiederum ein Lift ran. Der das Ganze nach da oben schmeißt. Na komm. Auf dem Fließband laufen ist scheiße. Bis nach hier. Dann nehmen wir den ganzen Fuddel hier weg. Da steht es auch endlich. Und hier reichen ja die flachen, weil... Ist total egal. Hier will ich ja nach Möglichkeit gar nicht mehr langlaufen. Dann gehen wir da ran und dann passt das. Super gut. Aber wir müssen gar nicht da ran. Wir müssen hier hinten ran. Da kommt das nächste Band nämlich. Wir müssen sogar da hinten ran. Obwohl, das wird nachher alles eh da ins Nadelöhr geschoben. Von daher ist es auch egal. So. Haben wir hier erstmal den Zufluss. Okay. Ne, das hier kommt noch weg. Das ist erstmal nur, damit ich da noch ein bisschen rauf und runter kann. Für viel mehr brauche ich das nicht. So. Dann würde ich sagen, sieht das erstmal gut aus. Das lassen wir auch so. Dann latschen wir einmal hier hoch. In die zugegeben recht große Produktionshalle. So, und dann gucken wir mal. Das Förderband kommt. Naja, komm. Naja, habe ich eine AR-Limiter. Dings ist ja auch schön. So. Du wirst jetzt umgeleitet. Das kommt nochmal weg. Was liegt hier jetzt so sinnlos rum? Das ist ja Blödsinn. So. Dann reicht der hier völlig. Kann dann da rangehen. Und dann schieben wir das alles hier hinten hin. Zack, haben wir unseren ersten Ausgang mit den Motoren voll. Zack, einmal drunter durch. Wo kommen eigentlich? Ich sehe nur Motoren kommen. Hier sollten eigentlich auch Rotoren kommen. Warum kommen hier keine Rotoren? Wo habe ich die jetzt hingefrickelt? Boah, ist aber auch voll hier. Meine Güte. So, das läuft alles dahin. Dann geht es da rein. Was ich theoretisch auch da hinten lang laufen lassen könnte. Was macht ihr denn hier? Achso, das ist das, was hier reingeht. Gut. So, einmal kommen sie da rein. Gehen da rüber. Und da steht auch nichts mit Rotoren voll. Moment. Du produzierst Rotoren. Allerdings zu wenig. Warum produzierst du zu wenig Rotoren? Du musst... Moment mal.
Moment mal. Du bist nur auf 50. Warum bist du nur auf 50? Du kriegst nicht genug Eisenbarren. Und du? Du hast genug? Okay, ich krieg zu wenig Eisen tatsächlich. Wie laufen denn die Schmelzen? Scheinen voll zu laufen, oder? Du hast kein Eisenerz? Wieso nicht? Hä? So, jetzt geht's. Was ist denn hier los? Warum lief das jetzt nicht? So. Das sieht doch schon mal besser aus. Und jetzt steht das wieder. Hier ist Kupfer zwischen. Warum ist denn da Kupfer zwischen? Wie kommt denn hier Kupfer hin? Das geht hier lang, darüber. Nach da, nach da. Hä? Nee, nach da. So, du kriegst von da hinten. Das ist Eisen. So, das läuft darüber, dann nach hier hinten. Ja. So. Passt jetzt. 100, 100. Hier scheint schon wieder Kupfer zu liegen. Warum liegt da immer Kupfer zwischen? Hä? Wo kommt hier Kupfer her? So. Geht's jetzt? Wir laufen hier einmal das Fließband ab. Das kann man ja angehen. Kann sich doch nicht auf einmal irgendwoher Kupfer einschleichen. Immer mal so einer. Das ist total Tinnef. So, jetzt geht's. Okay, gut. Dann sollte das jetzt wieder besser laufen. Ansonsten reiße ich da gleich die ganzen Fließbänder nochmal ab. Okay, eine Macke sonst. So. Dann kommen da jetzt Rotoren raus. Das ist schön. So, die laufen nach da. Wenn da gesplittet, die Hälfte geht da hinten weg. Und wo läuft das denn hin? Ne, das ist doch der Zustrom hier. Das ist Zustrom. Dann geht's hier hin. Genau, hier läuft es zusammen und geht dann hier hin. So, du läufst auch mit 100%. Das ist schön. So, der da wird gesplittet, weil hiervon brauchen wir nur die Hälfte. Das heißt, die eine Hälfte geht da und die andere Hälfte geht noch nirgends hin. Ist ja auch schön. Warum geht das denn nirgends hin? Doch. Das wird da gesplittet, geht nach da und von da aus nach hier. Läuft das falsch rum? Von da nach da. Und das läuft auch richtig rum. So, jetzt geht einer rüber. Und der geht dann hier hin. Richtig? Das ist ein Motor. Einen Motor will ich nicht. Ich will hier Rotoren sehen. Hier müssten welche ankommen. Warum kommen hier keine an? Zeig mal her, Minion. Nun hau mal einen rein hier. Ich will hier im Inventar. Natürlich auch keine im Inventar. Das ist ärgerlich. Na komm. So lange kann es nicht dauern, Minion. Immerhin 87 mittlerweile, 4 Stück pro Minute. Ich habe auch nicht einen gesehen. Na? Dö, 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 dö. Meine Güte, braucht er ewig. So. Jetzt schick einen. Jetzt kommt er auch hier rüber. Sehr schön. Jetzt kommen die auch hier lang. Sehr schön. Gut, das passt. Und dann haben wir das hier schon mal abgehakt. Kommen wir nicht durch, hatten wir eben schon das Thema. So, die laufen jetzt hier lang. Ne, die kommen von da. So, und gehen jetzt nach hier. Zack, jetzt muss ich hier irgendwie wieder rauskommen. Rödel, rödel, rödel. Oh, da steht schon alles. Da staut es sich. Ach, dass man hier nicht durchspringen kann, ne? So. Dann einmal wieder runter.
Und das Ganze, oh, zack, nochmal für die andere Seite. Macht optisch auch einfach mehr her, oder? Wenn es hier beidseitig lang läuft. Und dann können wir das ja tatsächlich auch da drüben anbauen. Passt das von der Höhe her? Ja, so halbwegs, oder? Das könnte cool sein. Zack, Fördermasten. Wo habe ich den? Gleich dahinter. So. Stimmt die Höhe? Ja, müsste. Fein, fein. So, das Gebäude ist aber eine ganze Ecke kürzer. Sehe ich gerade mal. Also gehen wir bis da. Und da führen wir es dann wirklich hier oben lang. Müssen wir hier irgendwie nochmal einen Fusionator hinbringen, obwohl wir könnten auch einfach die zweite Lane nehmen. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Gehen wir daran. Und daran. Ist das richtig? Ne, nicht so wirklich. Wohl doch. Moment. Dann gehen wir. Welche ist denn da noch belegt? Die sind alle noch belegt. Meine Fresse. Das wäre dann erst. Ja, da oben tatsächlich. Zack. Ja. Okay. So. Aber das ist zu lang. Und vor allem zu flach. Das ist ja doof. Aber wir, nee, wir lösen das noch ganz anders. Moment. Da ist ein warum ist da ein Gefälle drin? Bin ich doof? Bin ich doof? Den hier. So, da bitte rüber. So, und jetzt müssen wir das irgendwie nach hier kriegen. Zack. Wir gucken mal einmal. Ne? Ich wollte gerade sagen, machen wir weiter hier. Das reicht noch nicht. Zu teuer, ich habe keinen Beton mehr. Na, das ist ja irre. Dass ich das noch erleben darf. Ich glaube, hier unten habe ich noch keinen Beton. Zumindest nicht viel. Das muss alles noch umgeleitet werden. Aber hier muss ich auch zum Glück nicht allzu weit laufen. Wieder runter. Einmal rüber. So. Und dann gucken wir doch nochmal. Immer noch nicht. Jetzt ist eine Höhe. Und ist es auch gerade? Ja, ist auch gerade. Sehr schön. So, nehmen wir das hier weg. Und gehen da einmal mit dem Fahrstuhl, mit dem Lift ran. Der das Ganze hoffentlich nach da ausspuckt. Einmal kicken. Ne, ein zu tief. Ein zu tief. So, jetzt aber, oder? Jetzt passt's. Sehr schön. Ach, aber wir sind generell ein zu hoch, weil da liegen noch Ressorts. Shit. Dann ist das tatsächlich der Zugang. Okay. Ist auch manchmal frickelig jetzt hier, ne? Das müsste dann der sein. Und von da nach. Nee, da. So, das heißt, da kann die Kohle noch durchkommen. Und von hier läuft es dann. Alter, ich krieg das nie wieder auseinandergefrickelt, ich sage euch das. Und dann daran. Dann sollte das doch passen. Ich überlege gerade, kann ich hier irgendwie mit dem Lift arbeiten, dass das schön ist, aber ich glaube, ich bin damit relativ zufrieden.
Relativ. Gut. Daran muss ich noch irgendwas machen. Das geht so nicht. Das ist optisch einfach nicht ansprechend genug. Nicht mal annähernd. Ich glaube, ich setze hier so ein... Setze ich da so ein Fährhaus hin? So einfach nur so ein paar Wände? Nee, passt auch nicht genau wegen... Weil die da genau draufstehen. Müsste ich dann zusammenlaufen lassen. Das ist auch scheiße. Ich lasse es erst einmal so und werde jetzt da oben erstmal den Anschluss fertig machen. Ach komm. Wieso kommt hier eigentlich nichts? Achso, weil es schon bis da steht. Und warum läuft es nicht weiter? Nun bin ich ja verwirrt. Ist ja schon alles dran. Woran habe ich es denn jetzt gerade? Achso, weil es nicht weiterlaufen kann, ne? Ist das ganze Band schon voll? Hä? Was ist denn hier los? Nochmal hoch. So. Ach komm schon, dein Ernst? Der ist da nicht angesnappt. Was für ein Assi. So. Läuft das jetzt? Sehr schön. Läuft direkt. Dann geht das schon mal hier rüber. Läuft dann nach hier. Und ist dann das zweite Band. Das jetzt auch irgendwie nach da oben muss. Das machen wir einfach mal einmal so. Dann sollte das passen. Geht so kurz? Ja. Sehr schön. Zack. Einmal auf die gleiche Höhe. Das ist ja wie ein Länderspiel hier. Dann wieder nach oben. Rödel, rödel, rödel. Reißen das hier weg. Das hier brauchen wir sowieso nicht mehr. Das kann alles weg. Das kann auch weg. Und dann kann hier nämlich ein Fusionator hin. Der das alles danach... Zack. Ne, das wird zu knapp. Obwohl, das wird generell zu knapp, oder? Ich glaube, so muss er. Damit das hier passt. Ne. Schon das passt nicht. Okay. Ne, wir füllen das nämlich einfach hier schon zusammen. So. Das nervt mich ja. Wie meinen das? Ich mach das einfach mit den beiden. Ja, das steht so in Ordnung. Moment. Das bauen wir wieder auf. So, dann brauchen wir hier nochmal so ein. Und hier stellen wir einfach die Optik hin. Geht der hier rum. Ach, da. Und der passt nicht so, wie er soll. Das heißt, wir brauchen so ein. Na komm. Nee, eher nicht. So mag ich das nicht. Aber so mag ich das noch viel weniger. Wie meint das? Geht noch ein so rüber. Wie gefällt mir das? Da haben wir einen Knick drin. Das sieht noch beschissener aus. Oh, wie sich mein Inventar schon wieder füllt, ey. Mit irgendwelchem Scheiß. Muss es tatsächlich so. Damit mir das gefällt. Ist ein Knick so, okay. Du weg und rüber. Und dann
haben wir die Motoren und Rotoren dran und den Allenfuddel. Die AI-Limiter, den Stahl und was nicht noch alles. Sehr schön. Ja, das können wir ja noch beliebig erweitern. Die Bänder sind ja lange nicht ausgelastet. Oh, und die Schrauben sind durch, glaube ich, oder? Nee, doch nicht. Ob es der Container leer ist, dauert es auch ewig, ey. So, damit haben wir jetzt die Zufuhr von diesem Fabrikkomplex auf jeden Fall erstmal soweit fertig. Das finde ich sogar ganz okay da oben. Das finde ich nett. Und das kommt hier erstmal weg. Und irgendwas muss ich mir hier für die Optik noch überlegen. Ob ich das eigentlich irgendwie auf Stelzen setze, weil das gefällt mir so noch nicht. Das ist mir hier zu voll gemüllt, tatsächlich. Viel zu voll gemüllt. Das funktioniert alles so nicht. Und ich kann hier keine Wand neben setzen, das geht mir noch mehr auf den Sack. Oder? Wir gucken mal. Nee. Dies passt natürlich nicht. Und dann komme ich auch mit den Dingern wieder in Schulitäten. Wo ich das damit natürlich recht cool regeln könnte. Wie regle ich das, dass das hier schick aussieht? Und ein bisschen strukturierter wirkt. Ich weiß es noch nicht. Gut, erstmal sind wir soweit. Das ist doch erstmal ganz schön. So, dann hat mir der Thorsten in der letzten Folge, oder ja doch, in der letzten Folge, nochmal einen kleinen Tipp gegeben. Denn mir fehlt noch ein bisschen Eisen auf der einen Lane. Und das kann ich natürlich mit Schnecken ausgleichen. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Schnecken in die Miner rein. Wie kann ich denn so doof sein und das nicht bedenken, dass das funktionieren könnte? Aber mache ich das jetzt schon? Eigentlich würde ich hier gerne mein Lager erstmal weitermachen. So, der Scheiß kann hier jetzt erstmal weg. Diese optische Drecksscheiße, die hier einfach wahllos durch die Landschaft zieht, das will ich hier nicht haben. Weg damit. Das versaut die ganze Optik. So. So, muss hier noch irgendwas weg? Nö. Gut, kann hier wieder eine Scheibe rein. So rum. Und dann reißen wir hier noch die Platten weg. Dann haben wir hier wieder eine Saub... Oh, nicht den Strom. Das wäre doof. Haben wir hier doch erstmal wieder eine saubere Optik. Nein, nicht den Strom. Dann sieht das schon mal nicht nach Kuddelmuddel aus. Ne, wobei ich mit der Zufuhr hier auch noch nicht glücklich bin. Also das werde ich, glaube ich, bestimmt nochmal ändern. Das glaube ich bestimmt nochmal ändern. Das ist auch ein geiler Satzbau. So, aber das hier wird definitiv so bleiben. Ne, das mit dem Gehweg werde ich noch ändern. Das ist hier nur erstmal, damit der ganze Scheiß wegkommt. Wie viel ist denn da noch drin in diesem bescheuerten Mistcontainer? Ja, die Hälfte ist weg. Das ist ja schon mal ein Anfang. So. Meine Güte. Dann muss der da auch noch leer. Es dauert alles ewig. Ich brauche bessere Fließbänder, aber ganz dringend. So, und dann können wir von hier nämlich einfach das da hochjagen. Na, und den Gehweg, den machen wir dann bei Zeiten mal komplett neu. Was ist das da überhaupt? Das sind zwei Türen? Warum sind hier zwei Türen? Einmal hier, einmal da. Ist ja auch interessant. So, wenn der... Oh, gleich kommt schon wieder der Autosave. Eine kurze Verschnaufspause für mich. Blub. Huh, ist übrigens pisse warm, habe ich das erwähnt? Wahrscheinlich nicht, ne? So. Hier läuft's weiter, hier läuft's rein. Und dann kann ich das hier trotzdem über mehrere Spuren machen. So, hier sieht das übrigens auch ganz witzig aus. Hier laufen die Teile einfach nur runter und liefert alles fleißig an. So, nur dass es aktuell einfach noch viel zu viel ist, was da angeliefert wird. So, womit wir anfangen können. Genau, das ist eine gute Idee. Blah, was ist denn hier los?
Wir könnten einmal gucken, was wir hier für den Weltraumlift brauchen, bevor wir weiter mit dem Logistik-Scheiß machen. Und dann kicken wir doch mal, ob wir das nicht vielleicht schon irgendwie herstellen können, dass wir hier langsam mal techmäßig ein bisschen weiterkommen. Intelligente Beschichtung, das sollte nicht das Ding sein. Das können wir einfach gleich wieder anschmeißen. Vielseitiger Rahmen. Das ist auch recht easy. Und das ist auch recht easy. Das sind eigentlich nur drei Gebäude, die wir da hochziehen müssen. Wobei das hier natürlich recht umfangreich ist. Durch die schweren Eisenplatten. So, wir haben da hinten noch eine ganze Menge Eisen üben. Ich glaube, warum liegt denn da wieder Sam-Erz? Das habe ich doch abgebaut. Naja. Ist wie es ist. So, ich habe da noch, glaube ich, ein ganzes Stockwerk frei. Ja. Auf der Halle. Das heißt, da können wir noch ein bisschen was drauf dümpeln. Und ich habe hier noch einen Manufaktor stehen, mit dem ich ja diese intelligente Beschichtung schon mal hergestellt hatte. Ja, das brauche ich ja hier nur wieder anschließen und dann ist alles cool. Wie viel brauchst du? Nur 2 pro Minute versteckte Eisenplatten. Wir produzieren wie viel? 5 pro Minute. Das ist ja irre. Da kann ich was abzweigen. Und habe immer noch genug. Und Rotoren. Brauche ich auch 2 pro Minute. Das ist ja auch recht easy gemacht. Hier kommt 4 raus, glaube ich, ne? Jo. Das heißt, wir hätten sogar noch Überschuss. Das ist ja herrlich. Dann schmeißen wir jetzt erstmal den hier wieder an. Bist du Eisenplatte? Nee. Du bist Eisenplatte und ja. Zack. Hast du Strom? Du hast Strom? Na denn, Feuer frei. Stell her, was das Zeug hält. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchte ich davon? So, aber dafür bauen wir dann gleich nochmal die Halle fertig. Mit dem ganzen Eisen, das wir da noch liegen haben. 500. Da muss ein Container ran. Dies ist eine Menge. Dann haben wir das nämlich schon mal fertig. Ja, das passt hier erstmal hinter. Wie gesagt, das Provisorium. Zumindest vorerst. Lager und Container. Dahin und ran. Zack, 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 zack. Es sind schon ordentlich ein paar da. Wir haben auch einen ganz guten Überfluss. Die Container sollten sich nicht mal leeren. Und dann fangen wir doch mal an. Wir müssen da nach oben. Haben wir hier noch ein Stockwerk? Ich weiß es gerade gar nicht. Moment, Stockwerk 1, Stockwerk 2. Ja, hier. Hier ist noch Platz. Und hier können wir über die beiden sogar relativ gut das Ganze machen. So, da kommt rein. Wir brauchen grundsätzlich erstmal Eisen. Ich hau mir hier mal einen Manufaktor hin. Was ist los? Quatsch ich dir zu viel? Was denn? Was? Ich will nicht spoilern. Du willst nicht spoilern? Okay. Die Frau spielt gerade Last of Us 2 und will mir den Spaß nicht nehmen. Aber sie scheint gerade schockiert. So, was machen wir? Machen wir erstmal vielseitiger Rahmen oder machen wir erstmal intelligente Beschichtung? Das ist die große Frage. Ich meine, das läuft ja eigentlich schon. Könnten wir eigentlich die machen und die sind relativ easy auch gemacht. Dann machen wir doch die. So, 2,5 modulare Rahmen. Für die modularen Rahmen brauche ich auch einen Manufaktor. Ja. Da brauchen wir. Oh Gott. Naja, habe ich gerade ein bisschen zu viel gesagt, wa? Moment. Dann machen wir hier nicht das. Dann nehmen wir hier. Da bräuchte ich hier jetzt Kupfer. Das müsste ich jetzt dranholen. Und Statoren. Das war ja ein riesen Aufriss, die Dinger. Wie machen wir das? Wie versteckte Eisenplatten brauche ich? Eigentlich nur ein paar Schrauben. Ich weiß es nicht. Ich meine, Schrauben habe ich in Hülle und Fülle, ne? Die versuche ich da gerade immer noch abzutransportieren. Die sind echt heavy.
ich für die halt einfach so viel brauche. Versteckte Eisenplatten und. Ja gut, Eisenstangen sind easy peasy. Vor allem 3 versteckte Eisenplatten pro Minute. Wie viel haust du pro Minute raus? 5. Hier sogar noch was Ü. Nee, ich will eigentlich jetzt erstmal weiterkommen. Das heißt, wir machen vielseitige Rahmen. Ja. Dafür brauchen wir 30 Stahl pro Minute. Der Konstruktor haut raus. Wie viel? 15 oder sogar 2. Meine Fresse. Und du brauchst wie viel? 60 Eisen pro Minute. Also Stahlbarren. Die Gießerei verballert. Ich habe nicht genug modulare Rahmen. Schön. Und wieder zurück. Der produziert ja erstmal. Was wollte ich jetzt? Modulare Rahmen wollte ich haben. Oh, hau mal ein paar nach. So. Das Händel. Dann kriege ich die Fläche hier auch endlich mal belegt. Das ist doch schön. Vielleicht nicht unbedingt in der Folge. Ich glaube, hier fangen wir nur an. Aber es wird. So. Wir fangen an mit Gießerei. Wo ist er? Wenn wir 2 Stück von brauchen wahrscheinlich. Mindestens. So, die muss so. Zack. Die passen ja auch gerade so hin. Meine Fresse, das wird schon wieder so ein eng auf eng Ding. Krieg ich da noch eine Wand hin? Ich glaube schon, oder? Ja, schön. So, Stahlbarren. Du produzierst 45. Das heißt, wir haben hier 90. Wir brauchen aber definitiv mehr. Wir brauchen nicht 90, wir brauchen 120. Das heißt, eine wird übertaktet. Dann bringt die bei 200% 90. 90 plus 45 macht 135. Das wäre okay. Gut. Dann holen wir uns erstmal 2 Snacken. Machen das einmal fix fertig. Weil ansonsten kommen wir da platzmäßig absolut nicht hin. Das wollen wir nicht. Halt, die Schnecken sind hier. Hui, ich renne hier. Ja, das war ja Kritik in der letzten Aufnahme mit dem Gowski. Ich renne zu viel und kein Schwein kommt hinterher. Und ich mach's trotzdem schon wieder. So, und dann stellen wir uns jetzt erstmal so ein paar Batterien hier her. Wo haben wir die denn? Energiefragment. Ich kann nur 1 bauen. Warum kann ich nur 1 bauen? Ach ne, 3. Wir nehmen auch gleich alle 3 mit. Habe ich noch irgendwo Schnecken? Hier sind keine. Achso, hier haben wir noch 3. Dann haben wir 6 dabei. Jetzt hat die Zeit. Viertelstunde noch. Na, das schaffen wir doch. Da kriegen wir was hin. Komme ich von hier eigentlich irgendwie da hoch? Hier in meinem Türmchen. Hätte ich auch drauf kommen können. Rödel, rödel, rödel. Und dann machen wir hier rein. So, dann wirst du übertaktet. Dann schaffst du 67,5. Ist ja auch eine geile Zahl. Aber 67,5 und... Ja, wir machen mal so, dass die genau 60 raushauen. Dann haben wir eine saubere Zahl. Aber er zeigt hier dann gar nicht genau an, wie viel Erz ich brauche, oder? Das ist ja ätzend. Oder braucht er da nicht Erz? Doch, der muss auch mehr Erz brauchen. Genau, 60. Da haben wir es. Hier auch 60. Na komm. So. Dann haben wir schon mal 120 davon. Ich nehme wieder weg. Die führen wir dann zusammen mit 3 Fusionatoren. Nee, mit 2 Fusionatoren. Und zwar... Ach ja, schön, wenn es nicht läuft. Das ist eine Scheißfolge, habe ich das erwähnt? Oh nein.
und völligst für den Arsch. Oh Gott, ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon so lief. Ich muss mir das gleich mal angucken. Ich weiß nicht, wie lange ihr jetzt nichts gesehen habt. Wahrscheinlich sehr lange. Mist. Mist, 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 Mist. Na, das gucke ich mir jetzt gleich mal an. Ach, Mann, ey. Jetzt ärgere ich mich hier doppelt, dass ich das gerade echt versemmelt habe. So, stimmt das jetzt auf jeden Fall erstmal. Fusionatoren. Ich mache einfach so weiter, als wäre das alles richtig gewesen. Düm, düm, düm. Und dann habe ich mich gerade dazu entschieden, das da oben an der Wand langlaufen zu lassen. Ja. So machen wir dies. Ich befürchte, dass es vorhin passiert. Ja. Als ich die Dings eingestellt habe, ne? Als ich... Na, wie heißt's? Die Schmelzen eingestellt habe. Und wahrscheinlich auch schon beim ersten Mal. Das kommt bei raus, wenn man... das Numpad nutzt. So. Hm, dann dürften wir jetzt aber nochmal wieder ein bisschen mehr Zeit haben. Ist ja auch schön. Dies ist ja auch schön. So, machen wir hier einmal so eine Halterung. Aber so rum? Obwohl, ne. Brauchen wir nicht. Wir brauchen eine schicke Wand. Das ist mir wichtiger. Und dann hier so ein Förderband. Wo bringen wir das an? Und wir gucken mal. Ach scheiße, ich brauch's nochmal. Muss ja einmal weiter liegen. Einmal nach da. Und dann ein Fusionator. Zack. Reicht das mal da hoch. Und hier machen wir das gleiche. Auf halber Höhe werden wir wahrscheinlich bis da müssen. Und dann da. Da machen wir sogar nochmal. Oh, der war daneben. Also Leute, diese Folge ist mehr als verhext. So, folgendes. Bevor hier das ganze Bild verkackt ist, was ich jetzt alles weggeschnitten habe, habe ich mich dazu entschlossen, hier die Schmelzen wieder wegzunehmen und hier nochmal wieder aufzubauen. So, dass ich hier Platz für was anderes habe. Ne? Also ich habe den ganzen Scheiß jetzt hier schon wieder hochgezogen, im Endeffekt genauso wie da. Nur ja, mit Übertaktung, was ihr natürlich nicht gesehen habt. Und ja, scheiße noch eins. Ich bin auch in meinem Stuhl zusammengesackt. Irgendwie ist die Folge heute echt anstrengend. Was mich nervt. So, die Wand nehme ich jetzt mal wieder weg. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes brauchen. Wir haben Stahl, den wir brauchen. Und zwar 30 pro Minute. Ich produziere jetzt auch 30. Müssten 2x 15 sein, richtig? Stahlträger, ja. Das heißt, ich habe genug Stahlträger dafür. Und jetzt brauchen wir noch modulare Rahmen. Für die modularen Rahmen, wir gucken uns nochmal den Manufaktor an. Hm, ja, ich glaube, den stelle ich nachher auch hier rauf. Ich habe da, glaube ich, eine ganz coole Idee gleich. Der eine kriegt alle Sachen von hier. Zack. Und der andere dann von hier. So, wobei der dann bei, glaube ich, ein bisschen... Nö, kann so stehen bleiben. Aber wir nehmen den noch ein bisschen rüber. Dafür haben wir genug Platz. Zumindest hier dann endlich. Na, komm. Genau. So. Jetzt brauchen wir noch
du machst mir hier die modularen Rahmen. Und du machst nachher die vielseitigen Träger. So, dann ziehen wir jetzt aber tatsächlich erstmal die Wände hoch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Dann kommt nachher nämlich von hier der Kram. Den kann ich eigentlich gleich mal wieder löschen. Der war erstmal nur Platzhalter. Damit wir sauber hier rangehen können. Zack. So, das läuft dann nachher hier komplett rum. Machen wir das. Ja, wir können bis hier schon ziehen. Ne, weil den Stahl brauchen wir erst da. So, für dich brauchen wir jetzt verstärkte Eisenplatten. Die werden. Was brauche ich da? Versteckte Eisenplatten und Eisenstangen. Okay, die Eisenstangen sind easy. Die werden wir von hier zuführen. Die kommen dann von der gegenüberliegenden Wand, möchte ich aber mal sagen. Wie stehst du da? Du stehst da so. Die sind, glaube ich, das kleinste Problem. So. Dies passt. Und dann brauchen wir aber noch Eisen. Schwere Eisenplatten. Dafür brauchen wir noch einen Manufaktor. Meine Fresse, ey. Über etliche Manufaktoren hier. So, den stellen wir so nah rüber, wie es geht. Zack. Und brauche ich einen Gang? Ich brauche eigentlich keinen Gang. Aber so gefällt es mir auch nicht. Wir gucken mal gerade. Oh, das ist ja wunderhübsch. So nehmen wir das. So, du machst verstärkte Eisenplatten. Dafür brauchen wir Eisenplatten und Schrauben. Das ist ja recht schnell gemacht. Das heißt, wir brauchen hier eine Schmelze. Was fehlt jetzt? Kabel. Ich habe tatsächlich keine Kabel mehr. Ich werde verrückt. Brrrt. Pudum hat's gemacht. Das ist wahrscheinlich meine Uhr. Zack, zack. So. Wie viel von denen habe ich noch? Eisenrohre kann ich auch gleich holen. Da habe ich auch nicht mehr genug von. Zack. So. Dann gehen wir wieder da hoch. Warum ist da wieder Sam Ernst? Das muss irgendwie mit dem Update wieder reingekommen sein. So, wir fangen an. Mit den Eisenplatten. Brauchen wir einen Schmelzofen. Den machen wir mal hier hin. Passend zum Eingang. Sehr schön. Und dann so weit zurück, wie es geht. Das geht so weit. So, dann müssen wir hier glatt runtergehen können. Um dass es schief wird. Sehr schön. So, dann machst du erstmal Eisenbarren. Eisenplatte, okay. Der steht natürlich voll im Weg dann, ne? Nee, wir stellen den mal hier hin. Ich hoffe, der passt dann da an den Eingang ran. Sehr schön, das ist sauber. Denn hier muss nochmal ein Splitter hin. Du kriegst von da und gibst nach da. Zack, sehr schön. Weil der produziert ja hier 30 und der braucht für Eisenplatten. Oh ne, der braucht die glatt. Okay. Und macht dann 20. Du brauchst aber 30 Eisenplatten. Das ist ja ärgerlich. Dann brauche ich hier nochmal eine Konstruktor.
Das passt mir doch hier alles gar nicht. Du hast echt nur 30 Eisenbarren und du haust sie alle raus? Meine Fresse. 30, 30, ja. Wie mache ich das denn? Alles nochmal weg. Das heißt, wir brauchen zwei Schmelzen auf jeden Fall. So machen wir das, genau. Hier haben wir genug Platz. Eine Schmelze, zweite Schmelze. Dann brauchen wir zwei Splitter. Also streng genommen brauchen wir einen, aber wir machen es mit zwei. So, und so. Das passt und das passt nicht. Ach komm schon. Jetzt passt's. So, von da nach da. Von da nach da. Und du kommst erstmal hier runter. So. Einmal dahin und dann da rein. So, dann laufen hier schon mal zwei Schmelzen. Die beide Eisenbarren machen bitte. Ja. Und die mir dann das Ganze zu zwei Konstruktoren schicken, die ich gleich irgendwie hier hinten noch hinbaue. Das wird ein interessanter Bau hier. Das wird noch ganz interessant. Eins, zwei, aber mit genug Platz, dass hier hinten noch Bänder langlaufen können. Sehr schön. So, dann gebt ihr das alles an zwei Fusionatoren weiter. Ich hasse mich jetzt schon für den Plan hier. Ja, na, na, scheiße. So, und du gibst das noch da raus. So. Wieso? Ach komm, stehst du auch falsch? Wieso stehst du denn falsch? Du sollst das nach da weggeben. Ich war der Meinung, das hatte ich gerade auch schon. So, jetzt passt's. Okay. Dann schicken wir das mit dem einmal über die rüber. Nach vorne. Ich ziehe das mal am besten erst rüber. Dafür brauche ich den hier. Oh, was für ein Gefrickel. Meine Güte. Ne, so viel Platz brauche ich glaube ich nicht. Ich glaube, so viel brauche ich. So, dass er einmal weiß, wo er hin soll. Ich kann sogar noch einen weiter rüber. Das ist ja herrlich. Das wird hier eng auf eng und kurz vor knapp. So, jetzt passt es genau. Sehr schön. Das geht alles nach. Mal gucken. Okay. Das müsste passen. Jetzt müssen wir rüberkommen. Ja, sehr schön. Und dann geht das von hier aus an die Konstruktoren. So. Gucken, dass das auch passt. Meine Güte. So, ich meine so. Bitte, bitte. Komm, wir müssen noch ein bisschen rüber. Ich brauche da hinten ein wenig Platz zumindest. Ich hoffe, das passt so. So, 7, ein Splitter. Der von da bekommt. Das heißt, das da, Frickel, Frickel, muss weg. Fuß dazu. Oh, das ist ja wie geleckt, ey. Meine Fresse. Von da rein. Ja, das passt. Sehr schön.
Und dann können wir das hier wieder abnehmen. Eng auf eng. Ich höre Daniel schon schreien. Bau nicht so eng. Doch, ich baue so eng. Es lässt sich irgendwie nicht anders regeln, habe ich das Gefühl. Zumindest bei mir hier gerade noch nicht. Ich muss zusehen, dass ich erstmal auf eine neue Fläche komme, tatsächlich. Wo das nicht mehr aussieht wie Kuddelmuddel. Aber jetzt habe ich das so angefangen, jetzt mache ich das so fertig. So, hier tasten wir uns gerade einmal ran. So, und... So, und... So, meine Güte. Was für ein Gefrickel. Weg. Und jetzt haben wir hier eine saubere Kurve. Oder auch nicht. Scheiße. Mann ey. So, jetzt aber. Puh. Meine Güte. Was für eine Scheiße. Gut, aber der hat jetzt schon mal seine Eisenplatten. Jetzt fehlen da noch Schräubchen. Schräubchen sollten nicht das Problem sein. Die kriegt man für wenig, schnell und effizient und einfach hergestellt. Ja, da werde ich hier einfach nur noch mal eine dritte Schmelze brauchen. Und dann geilert schon. Aber das machen wir heute nicht mehr. Wir haben jetzt hoffentlich genug Zeit vertrödelt, damit das passt. Ich danke euch wie immer fürs Zugucken. Ich hoffe, das war euch nicht zu viel Kuddelmuddel. Mir war es das auf jeden Fall. Gerne Kommentare unten rein, auch wenn ich die, glaube ich, in der Folge echt nicht sehen möchte. Das war hier echt ein bisschen viel durcheinander. Wir haben ein bisschen was geschafft. Wir haben hier fast unsere modularen Rahmen und dann auch unsere vierseitigen Rahmen fertig. Das freut mich ja erstmal ungemein. Wir haben den Platz hier hinten noch ein bisschen ausgenutzt. Und wir haben alles halbwegs schicki hier sogar hingekriegt, wenn auch Kuddelmuddel. Und da sehe ich gerade, dass der eine Fahrstuhl zu hoch ist. Aber gut, das mache ich also in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertelsmann.